Zum Tagesgespräch bei Phoenix begrüße ich nun Professor Marcel Fratscher. Der ist der Präsident des Deutschen Institutes für Wirtschaftsforschung. Guten Tag in die Hauptstadt. Guten Morgen, Herr Pittka. Herr Professor Fratscher, vielleicht zunächst einmal ganz grundsätzlich gefragt, wie ist der theoretische Zusammenhang von steigenden Zinsen und sinkender Inflation? Na, die Idee ist, dass wenn eine Zentralbank die Zinsen erhöht, es teurer wird, wie wir eben im Beitrag gehört haben, für Unternehmen, aber auch für Menschen Kredite aufzunehmen, für Unternehmen Kredite aufzunehmen und Investitionen zu tätigen. Das heißt, die Nachfrage sinkt, sowohl von Unternehmen als auch von den Bürgerinnen und Bürgern. Und wenn weniger Nachfrage kommt, dann schwächt sich die Wirtschaft ab. Unternehmen können weniger verkaufen, Menschen können weniger konsumieren. Das heißt, dann nimmt der Preisdruck ab. Also die Hoffnung ist, dass damit dann die Preise fallen. Das ist die Logik dahinter. Aber klar, die Situation im Augenblick, man muss sich eben anschauen, wo kommt die Inflation im Augenblick her? Und hier besteht ein ganz wichtiger Unterschied zwischen Deutschland, der Eurozone auf der einen Seite und den USA auf der anderen Seite. Bei uns ist zu 80-90% der Anstieg der Inflation durch höhere Energiepreise und durch höhere Lebensmittelpreise. Also das ist nicht das Resultat, dass die Nachfrage zu stark ist, sondern dass wir einen Krieg in der Ukraine haben, vor allem das, aber natürlich auch noch die Auswirkungen der Pandemie, was im Augenblick die Preise nach oben treibt. Und in einer solchen Situation ist es dann für eine Zentralbank wie die EZB deutlich schwieriger, die Inflation unter Kontrolle zu bringen, denn sie hat ja nicht direkten Einfluss auf den Krieg in der Ukraine oder die Pandemie, sondern da sind die Ursachen eben außerhalb der Kontrolle der Zentralbank. Und das macht es so schwer, jetzt mit der Zinserhöhung wirklich die Inflation schnell zu reduzieren. Ja, trotzdem gibt es offenbar jetzt aus Frankfurt ja erste Signale. Jedenfalls sagt das EZB-Direktorin Isabel Schnabel der Bild-Zeitung. Sie rechnet mit einer Leitzinserhöhung der EZB im Juli. Was hören Sie denn aus Frankfurt? Ist das jetzt tatsächlich geplant? Ich denke, dass die EZB das im zweiten Halbjahr machen wird. Ich bin mir nicht so sicher, ob das im Juli geschehen wird oder ein bisschen später. Ich vermute eher nach den Sommerferien. Das halte ich auch für richtig. Nicht unbedingt, weil das jetzt sehr schnell die Inflation beeinflussen wird. Ich glaube, da dürfen wir keine falschen Erwartungen haben. Die Inflation wird hoch bleiben in diesem und im nächsten Jahr. Sondern es ist wichtig für eine Zentralbank, den Menschen, auch den Unternehmen, den Gewerkschaften so zu signalisieren, schaut mal her, wir nehmen das ernst. Und ihr könnt euch darauf verlassen, dass wir in den nächsten Jahren wieder zu unserem Ziel der Preisstabilität zurückkommen. Also hier geht es um Glaubwürdigkeit. Nochmals, kurzfristig wird eine Zinserhöhung im dritten Quartal einen kleinen Schritt. Wahrscheinlich wird man erstmal den Einlagezins auf Null setzen und dann anfangen, schrittweise nach oben zu gehen. Das wird wenig an der Inflation ändern. Wir werden also nicht deutlich geringere Inflationszahlen sehen. Aber es ist ein wichtig für die EZB Glaubwürdigkeit. Daher halte ich das durchaus für richtig. Also keine direkten Effekte, was die Inflation angeht, glauben Sie. Aber das Zinsniveau, wenn das angehoben wird, das wirkt sich ja schon jetzt ganz direkt aus. Und zwar für den Staat, genauer gesagt für den Bund. Denn schon seit dieser Woche liegt der Zins wieder bei über 1%. Also wenn der Staat Anleihen aufnehmen möchte, was bedeutet denn das für Großprojekte, wie zum Beispiel für das sogenannte Sondervermögen für die Bundeswehr? Das bedeutet erst einmal gar nichts für die Staatsfinanzen, weil sowas wie der Sondervermögen, das ist natürlich jetzt nicht, dass der Staat jetzt 100 Milliarden Euro an Krediten aufnimmt und auf die hohe Kante legt, sondern das sind zum größten Teil Kreditermächtigungen, die der Staat oder die Bundeswehr genauer gesagt dann in den kommenden Jahren ziehen kann, um Ausgaben zu finanzieren. Ja, die Zinsen auch auf die Staatsanleihen steigen. Das sind gute Nachrichten erstmal für Sparerinnen und Sparer, weil jetzt ein Ende der Nullzinsen in Sicht sind. Für den Staat ist das erst einmal nicht so besorgniserregend, weil die meisten Staaten haben sehr langlaufende Schulden. Also in Deutschland ist durchschnittlich die Laufzeit einer Staatsanleihe 6 bis 7 Jahre. Das heißt, eine Staatsanleihe für über 10 Jahre, die der deutsche Staat im letzten Jahr abgeschlossen hat, die läuft jetzt erst einmal für 10 Jahre praktisch zu Nullzins. Und erst dann muss der Staat das neu finanzieren. Also sprich, ein Zinsanstieg ist jetzt keine Katastrophe für den Staat, für die Finanzierungsbedingungen, für Deutschland erst recht nicht. Es gibt kaum ein Land, das solidere Staatsfinanzen hat als Deutschland, was die Verschuldung betrifft.
Aber auch für Länder wie Italien, wo sich ja viele Sorgen machen, wird ein Zinsanstieg Italien hart treffen. Auch dort gilt das Gleiche, was ich eben gesagt habe. Die Papiere laufen lang, die Staatsverschuldung läuft sehr lang. Und somit würde auch ein Zinsanstieg, auch wenn er recht kräftig ausfallen sollte, erst einmal sollte uns keine Sorge machen, dass es hier ein Staat in die Pleite oder in die Insolvenz treibt. Das sollte wirklich die geringste unserer Sorgen im Augenblick sein. Also Finanzminister Lindner muss sich dahingehend Ihrer Ansicht nach keine großen Sorgen machen. Aber viele Verbraucher, vor allem die mit den niedrigeren Einkommen, machen sich in diesen Tagen, wenn sie tanken müssen, wenn sie einkaufen gehen, wenn sie auf die Energierechnung schauen, große Sorgen wegen der angesprochenen Inflation. Wenn das noch eine Zeit lang so weitergeht, wie Sie und andere ja sagen, was ist denn aus Ihrer Sicht das Gebot der Stunde? Was muss denn jetzt der Staat in dieser Hinsicht für die Leute tun? Es ist richtig, wir haben eine zu höchst unsoziale Inflation. Und auch unsere Studien am DIW Berlin zeigen, dass Menschen mit geringem Einkommen das Doppelte, Dreifache, Vierfache zum Teil ihres monatlichen Einkommens für Energie und Lebensmittel ausgeben müssen als Menschen mit hohem Einkommen. Und hier gilt es erst einmal nicht mit dem Finger auf die EZB zeigen, die müssen jetzt die Preise von Energie senken, das wird nicht funktionieren, sondern hier ist der Staat in der Pflicht. Und zwar gezielt Menschen mit geringem Einkommen finanziell zu entlasten. Hier ist der beste Weg nicht Steuersenkungen oder Verteilung per Gießkannenprinzip, sondern direkte finanzielle Transfers. Ein Beispiel ist die Energiepauschale, die die Bundesregierung im Osterpaket ja umgesetzt hat, 300 Euro für jeden Erwerbstätigen. Das ist ein gutes Instrument. Ich würde es mir zielgenauer wünschen, denn davon profitieren alle. Nochmals, Menschen mit geringem Einkommen sind besonders hart getroffen und die brauchen jetzt Hilfe. Und da muss die Bundesregierung nachlegen. Ja, sie muss mehr Geld und eben auch schneller in deren Tasche bringen. Ja, man darf gespannt sein, wie die Diskussion weitergeführt wird dann in Berlin. Ich sage vielen Dank für diese Erläuterung, Professor Fratscher. Danke für Ihre Zeit. Sehr gerne.